Meine Motivation ist wirklich, auch meine eigenen Grenzen rauszufinden. Wenn man sich nicht quält, kann man auch nicht erfolgreich sein. Das gehört einfach zusammen. Was wir alles wirklich vorher investiert haben an Arbeit auch, wie sehr wir geschwitzt haben. Der Antrieb, wirklich was zu erreichen, Ausnahmeleistungen zu bringen in dem, was man gerne macht. Oft hieß es, ja, das wird vielleicht schwierig oder das kannst du vielleicht nicht mehr ganz so. Und das wollte ich nie glauben. Und gerade deshalb habe ich es dann gemacht. Ja, ich habe an beiden Beinen kein Knie und kein Schienenbein. Und habe auch anders geformte Füße und keine richtigen Daumen an beiden Händen. Nach der Chemotherapie habe ich mir dann auch erstmal überlegt, okay, was machen wir jetzt? Du wirst amputiert und dann ist die Bewegungsmöglichkeit, die wird eingeschränkt. Aber der Drang ist ja noch da. Was mir wirklich daran wichtig ist, ist einfach, dass man mit einem Team zusammen was erleben kann, zusammen ein Ziel verfolgen kann und sich auch wirklich Träume erfüllen kann. Jedes Jahr, jeden Tag, jede Stunde war es das wert. Mein persönliches Motto ist, einfach mich nicht behindern zu lassen. Ich habe mein Bein verloren, aber ich kann trotzdem noch viel erreichen, ich kann noch viel machen. Mir geht es sonst wirklich sehr, sehr gut und das sollte man nie vergessen, trotz allem, was einem vielleicht Schlechtes widerfährt. Hundert Meter in London, das war für mich, deswegen kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, ich habe es genossen. Ich habe es von dem Startschuss bis ins Zieleinlauf total genossen.